guck mal hier, wir haben hier ein Lost Place gefunden. Beziehungsweise stehen hier noch mehrere Lost Places hier auf diesem Gelände drauf. Und ich habe eine einzelne Euter, wo Ziegenmilch rausspritzt. Und deswegen werden wir uns das jetzt angucken, diese ganzen Lost Places. Und hier werden wir heute auch pennen. Hier vorne ist ein Vollfettraum mit diesen Decken, die hier so sind. So aussehen, wie die aussehen. Hier vorne liegt ein Rohr. Das ist eine richtige Vollfetthalle. Hier vorne ist eine Vollfettpfütze. Und das tropft hier von dieser versifften Decke hier runter. Genau hier drauf. Das ist richtig geil. Da drüben, da tropft es noch viel mehr drauf. Und hier, das ist alles Pfütze und nass und sowas. Das ist richtig befeuchtet. Das ist eine richtige Tropfsteinhöhle hier. Guck mal, wie das hier alles unter Wasser ist. Hier vorne ist was mit Elektronik. Hier auch. Hier vorne ist ein richtig räudiger Schrank. Das gefällt mir schon mal. Hier vorne ist auch noch mehr Elektronik. Es tropft hier alles runter. Es ist eine richtige Tropfsteinhöhle. Wie das hier alles runtertropft. Ich mag Tropfsteinhöhlen. Jawohl, hier sind so Betonklötze, die hier aufgespalten sind. Hier sind noch mehr Betonklötze, die aufgespalten sind. Und hier vorne sind noch mehr Betonklötze, die aufgespalten sind. Scheiße, meine Lampe ist ausgegangen. Die hat kaum noch Akku, das ist scheiße. So, ich werde einmal rausgehen zum Wagen, weil da ist meine Powerbank und werde erstmal diese Taschenlampe hier aufladen und in der Zwischenzeit ein Bierchen trinken, eine Bierpause machen, ein Wartebier, bis das hier ein bisschen aufgeladen ist. Und dann zeige ich euch noch mehr, weil guck mal hier vorne ist zum Beispiel ein Keller. Der hier, den muss ich auch noch zeigen. Aber erst wenn der hier aufgeladen ist. Deswegen laufe ich jetzt erstmal zum Wagen hin. Geprost! Ich grüße Olli W. Ich grüße Amphibian Hybrid. Ich grüße Chrissy K. Auf dich werde ich jetzt zwei Stück machen gehen. Bierpower 1. Bierpower 2.
Obwohl, ich warte doch nicht geduldig ab, bis diese Taschenlampe hier so ein bisschen aufgeladen ist. Weil guck mal, ich habe meine Hirnlampe dabei. Den werde ich auf mein Gehirn draufsetzen und das dann ausleuchten damit. Genau, das werde ich dann machen. Weil der hat Leuchtkraft. Ich werde das für euch das alles beleuchten. So, ich habe gerade meine Hirnlampe aufgesetzt und hier durchgegangen. Und jetzt laufe ich hier diesen Keller drunter durch. Damit ich euch das zeigen kann, wie dieser Keller aussieht. Guck mal, das hier, das ist Keller. Das ist eine richtige Tropfsteinhöhle. Und hier hängen überall diese Platten hier rum. Die haben sich alle aufgehangen. Das ist hier alles nass. Hier vorne sind Waschbecken. Und guck mal hier. Hier vorne sind Toiletten. Und hier vorne ist auch eine Toilette. Hier ist auch eine Toilette. Boah, das stinkt. Ja. Boah, das ist hier alles nass, ey. Meine ganzen Füße werden nass. Hier vorne sind auch noch mehr Toiletten. Das ist auch so ein Toilettenraum. Ah. Guck mal, hier vorne ist eine viel fettigere Pfütze. Ich würde da am liebsten lang gehen, aber ich habe so eine versifften Scheißschuhe an. Deswegen werde ich da jetzt nicht lang gehen. Um euch das zu zeigen. Dafür brauche ich andere Schuhe. Weil ich habe keinen Bock drauf auf völlig durchnässte Schuhe. Wir wollen da hier heute noch pennen. Deswegen laufe ich hier raus. Guck mal, in diesem Gebäude waren wir gerade drin, in dieser Vollfetthalle. Und wir laufen jetzt zu diesem Gebäude rein, wo früher Dampf oben drauf war. Hier ist ein Eingang. Hier vorne ist ein Feuerlöscher. Und hier vorne ist ein Vollfett-Kamin oder Brennanlage oder Mit sowas. Reifen drin. Mit Reifen drin. Genau. Da ist ein Reifen drin. Das ist geil. Das sieht so aus, dass das irgendwie alles drei hier Verbrennungsdinger sind. Und wo dieser Rauch dann hier durchkommt und dann bei diesem Vollfettrohr, wo Dampf oben drauf war damals, früher oder so, oder keine Ahnung, wie lange das her ist. Dass dann da nach oben gegangen ist, dieser Rauch. Ich glaube, du, was ist das? Hier vorne ist so ein richtig ranziger Raum mit ganz alten Lampen. Hier vorne ist ein alter Backofen. Und da drüben, glaube ich, ein Kühlschrank oder sowas. Und hier vorne sind Federn. Von keine Ahnung, welche Hähnchenfleischsorte das ist, diese Feder. Das weiß ich nicht. Ihr könnt das mal in den Kommentaren hinschreiben, was ihr denkt, was für eine Art von Hähnchenfleischsorte das ist, diese Feder. Und hier vorne ist eine Toilette. Hier, Schlafmöglichkeit. Guck mal. Das ist aber richtig ranzig kann man richtig gut schlafen. Und wie heißt das? Durchnässt? Weil guck mal hier, diese versiffte Decke, da kommt Wasser runter, wenn es regnet. Es ist ranzig. Da sind überall diese scheiß versifften Löcher in den Decken. Und das hier, das ist, glaube ich, der letzte Raum von diesem Gebäude. Ja, das ist dieser Vollfettgebäude, wo wir als erstes drin waren. Von dieser Perspektive aus. Das ist so eine richtige Vollfetthalle. Aber gleich laufen wir in ein Haus rein. Also noch so ein Vollfetthaus. Guck mal hier, bevor wir in diesen anderen Gebäude reingehen, hier vorne ist ein Bunker. Der wird auch angeguckt.
Und guck mal hier. Das ist ein richtiger Mini-Bunker, wo nichts drin ist. Also da, doch, da ist was drin. Hier vorne ist ein Stuhl. Aber der ist richtig klein. Und dieser Bunker, der hat doch sogar hier so einen Deckel, dass man von da oben reinsteigen kann. Das ist ein sehr kleiner Bunker. Aber jetzt gelaufen wir nach da hinten. Da hinten ist auch so ein Vollfettgebäude. Und vielleicht wird da hinten unser Schlafplatz sein, bei diesem Vollfettgebäude. Das ist geil. Das ist cool. Also hier hat auch natürlich... Hier hat natürlich auch viel Vandalismus stattgefunden. Genau, hier geht's rein. Hier sind Scheißreifen. Und hier vorne ist schon wieder so eine alte Backofen. Und hier vorne ist eine Toilette. Eine vollgestellte Toilette. Hier ist doch so ein versiffter Raum. Und hier vorne, hier ist auch ein versiffter Raum. Mit ganz alten Matratzen, die so richtig giftig aussehen. Hier vorne ist auch noch so ein versiffter Gebäude, wo hier Einbruchsgefahr ist. Mal guck mal, guckt euch mal diese versiffte Decke hier an, wie die hier am Abreißen ist. Hier ist ein Bett. Hier ist eine Wasserflasche. Oder nee, eine Glasflasche meine ich jetzt, mit einem Wasserbecken. Hier steht Toiletten drauf. Das heißt, das ist ein guter Raum. Der sieht richtig räudig aus. Es ist alles platt. Es ist ja alles so richtig zerfetzt. Hier fehlt das Dach. Und hier geht das auch überhaupt gar nicht raus. Das war ein Raum gewesen, wo hier das Dach fehlt. Das ist eine richtige Ruine. Das heißt, ich muss den ganzen Weg wieder zurücklaufen. Genau diesen Raum habe ich noch gar nicht gezeigt. Hier ist auch so ein Bett. Ja. Und hier vorne ist schon wieder eine Toilette. Ah, da hinten geht's raus. Gut, da gehst du da ganz hinten raus. Guck mal, hier vorne sind überall Garagen in Zustand zerfallen. Und da drüben ist auch noch so ein Haus, der aber genauso aussieht wie dieses Haus. Also nichts Interessantes. Deswegen laufe ich da jetzt nicht rein. Sondern wir laufen jetzt in diesen Haus rein, in diesen Vollfetthaus. Das werde ich euch noch zeigen. Und dann entscheiden wir uns, in welchem Gebäude wir heute pennen. Das ist ein räudiger Platz. Jawohl, hier ist die Tür offen. Das heißt, da kann ich auch reingehen. Hier vorne ist eine kaputte, zertrümmerte Toilette. Und das sah aus wie eine Küche vielleicht damals. Eine abgebaute Küche. Oh, Treppe ist angestürzt. Scheiße. Hier vorne ist ein Raum. Hier vorne ist eine Treppe, aber die ist leider zusammengestürzt. Das ist richtig scheiße. Aber hier vorne ist ein Kellerraum. Prüfen, wie das aussieht. Genau, hier ist ein Raum. Hier vorne sind Gläser. Marmeladengläser und sowas. Und hier ist eine Tapetenrolle. Hier vorne ist... Ich habe noch nie eine Heizung so weit oben hängen sehen. Ich wusste gar nicht, dass man die so weit oben hochbringt. Das steht irgendwie da unten.
Und das hier ist, glaube ich, letzter Raum. Also vom Keller. Und hier geht's auch raus. Oder obwohl, hier ist noch ein Raum. Ich bin hier auf diese Gläser getreten. Hier vorne ist so eine Kühltruhe. Und keine Ahnung, was das hier sein soll sonst. Ja, genau. Ich glaube, ich laufe jetzt zum anderen Raum. Zu einem anderen Eingang, falls ein anderer Eingang existieren sollte. Hier ist auch ein Raum. Hier ist auch eine kaputte Toilette. Also das sieht genauso aus wie dieser andere Raum. Hier steht so ein ganz alter Fernseher. Das ist so ein richtig alter Röhrenfernseher. Die sind voll geil, die Dinger. Aber guck mal hier. Hier vorne ist eine Treppe, die geht hoch. Die ist intakt, die ist nicht abgerissen. Und hier vorne geht es auch runter zu einem Keller. Und das sieht genauso aus wie, oder fast genauso aus wie dieser andere Zimmer. Also wie dieser andere Eingang. So ungefähr gebaut. Hier vorne ist ein Sofa. Hier vorne ist so ein voll alt Fernseher. Das ist ein Backofen. Und hier geht es zu einem anderen Kellerraum. Hier vorne ist auch so eine Heizung, die so weit oben aufgebaut ist. Hier ist ein Poster. Ja, hier vorne ist ein versiffter Stuhl. Da drüben wächst Schimmelpilze. Also genau das, was bei mir auch im Kopf wächst vielleicht. Oh. Guck mal, hier ist eine Vollfettspinne, aber diese Vollfettspinne, die ist leider nicht echt, aber die wäre auf jeden Fall so richtig fett. Hier vorne ist ein Gartenzwerg. Also ansonsten ist hier in diesem Kellerraum auch nichts weiter. So, ich gelaufe jetzt diese Treppe hier hoch. Prüfen, ob die mich hält und nicht so zusammenbricht wie diese andere Treppe. Oh, das könnte gefährlich werden. Ich würde sagen, du gehst voraus und ich gehe erst nach, wenn du oben bist. Weil ich hält die zwei Personen jetzt nicht. So, hier ist ein Waschbecken. Hier ist ein alter Schrank. Hier ist doch ein Schrank. Hier sind Sitzplätze. Hier ist ein Sessel, ich meinte Matratze, mit so einem voll alt Fernseher. Die sind richtig geil, diese alten Fernseher. Und hier ist ein Balkon und hier vorne ist noch eine Treppe. Prüfen, ob diese Treppe mich hält. Hier ist ein kleiner Abstellraum. Ja, das war, glaube ich, der letzte Dachbodenzimmer. So, ich muss jetzt diese Scheißtreppe runterlaufen. So, hier vorne ist ein nächster Eingang. Hier laufen wir auch rein. Hier vorne ist, genau hier war bestimmt auch schon eine Toilette. Hier sind voll alt diese Dinger hier. Lampen heißen die, genau. Das sieht nach dem guten Pennplatz aus schon mal. Hier vorne ist schon wieder ein Keller. Hier vorne ist auch schon wieder so eine Heizung, bloß in Farbe, sieht aus wie eine Mischfarbe aus zwischen urinfarbig und grün. So ungefähr. Aber die Heizung ist auch schon wieder so weit oben aufgebaut.
Keine Ahnung, warum die das hier so gemacht haben. Hier vorne sind Kellerräume. Das hier ist keine Ahnung, was das hier sein soll. Das sieht auf jeden Fall schmutzig aus. So schmutzig wie meine Gedanken ständig. Und hier ist, genau, da vorne ist ein blauer Schrank. Der sieht so alt aus. Das war letzter Kellerraum, glaube ich. Ah ne, hier ist, glaube ich, doch was. Hier. Spezialketchup. 10 Kilo. Ja, hier geht's wieder hoch bei so einer zerbrechlichen Treppe. Hier vorne ist ein ranziger, räudiger Waschbecken. Hier ist ein richtig ranziger. Das ist keine Badewanne, das ist Schaum. Das ist hier. Styropor. Aus Styropor besteht das. Eine Styropor-Badewanne. Warum steht hier eine Styropor-Badewanne hier rum? Und hier ist schon wieder eine Toilette. Badewanne ist aus Styropor? Da ist eine Styropor-Badewanne drin. Hier vorne ist schon so eine Voll-Alt-Lampe. So, das hier sieht schon wieder so ähnlich aus wie, also genauso gebaut wie der letzte Eingang. Das hier ein Abstellraum ist und hier ist ein Raum, da oben ist Schimmel und hier ist ganz viel diese Schimmel. Diese Schimmelpilze, die hier rumwachsen. Riecht auf jeden Fall nicht gut, nicht gesund, das ist ungesund. Deswegen hier weg. Das waren jetzt die Räumlichkeiten von diesem Eingang. Und es gibt, glaube ich, noch einen Eingang. Vielleicht gibt es noch zwei. Die müssen auch noch begutachtet werden. So, hier vorne geht zum nächsten Eingang. Aber mein Akku ist fast leer von der Kamera. Ich glaube, ich muss den nebenbei aufladen auf jeden Fall. Weil noch einen Eingang haben wir auch noch gesehen. Ja, hier vorne ist schon wieder eine Toilette. Hier vorne ist ein Tisch. Das sieht auch so aus, als ob das damals eine Küche war. Hier vorne hängen Tapeten rum. Hier vorne ist auch ein Raum. Der hat auch hier eine Heizung, der so weit oben gebaut ist. Bloß in Durchfallfarbe, was aber schon abgeblättert ist. Also diese Durchfallfarbe ist von der Heizung abgeblättert. Das ist Katastrophe. Hier ist Müll, hier ist ein Voll-Altofen. Oh, noch 1% Akku, scheiße. Ich muss den gleich aufladen. Deswegen, das ist der letzte Kellerraum. Und jetzt gehe ich einmal den Kellerraum hoch, aus dem Keller raus. Und dann mache ich einmal Cut, um meine Kamera so ein bisschen aufzuladen. So, ich habe gerade die Kamera so ein bisschen aufgeladen und wir waren eben gerade hier drin. Und ich habe mir überlegt, das euch doch nicht zu zeigen, weil ich war da schon oben gewesen und habe das alles geguckt und da war nichts Spektakuläres. Das sah genauso aus wie bei den anderen Eingängen. Genauso wie dieser Eingang. Das sieht genauso aus. Also da ist alles irgendwie leer, vielleicht so ein paar einzelne Sachen, aber das sieht genauso aus wie bei den anderen Räumen auch. Und deswegen zeige ich euch das nicht. Und guck mal hier. Wir haben in der Zwischenzeit unsere ganzen Wagen hier reingemacht. Weil guck mal. Dieser Raum, der sieht hier am angenehmsten aus zum Pennen. Deswegen werden wir heute hier pennen, in diesem Raum. Das ist ein guter Raum. Der hat sogar farbige Tapeten. Das sind regelfarbene Tapeten. Also mit regelfarbene Flecken. Oder beziehungsweise sind das regelfarbene Blümchen. Und hier sind regelfarbene Tapeten, meine ich.
Oh, ich habe vorhin ein bisschen zu doll den Schimmel eingeraucht. Und hier werden wir gleich unser Schlafplatz aufbauen. Guck mal hier. Wir haben den Tarp hier aufgehangen, vor dem Fenster. Weil direkt dahinter, da ist eine Straße, so ein Gehweg, wo auch Autos und so weiter lang vorbeifahren. Und von hier aus sieht man so ein voll fett Gebäude, der beleuchtet ist. Und wir haben das hier aufgehangen, damit man uns weniger sieht, wegen der Beleuchtung und so weiter. Weil nicht, dass sie die Behörden anrufen, dass sie dann herkommen und so und uns verscheuchen. Das wäre dann voll scheiße. Und hier ist auch ein Fenster und so eine Glastür. Das haben wir hier mit diesem Teppich hier barrikadiert. Und hier, das war schon dran. Also das ist ein Jalousie heißt es, genau. Das ist dran, aber genau, wir haben das mit dem Tarp hier verdeckt. Und hoffentlich werden wir diese Nacht hier in Ruhe gelassen, dass man uns hier schön friedlich pennen lässt. So, jetzt wird Glühwein gemacht. Und guck mal hier. Ich habe absichtlich mein Schneidebrett als Unterlage drunter gemacht. Weil dieser Schneidebrett, der besteht hier aus Metall und Schneidebrettplastik und Universalband. Weil das hier, das ist Holzboden und der muss natürlich geschützt werden. Weil nicht, dass man versehentlich da irgendwie Brandlöcher reinhaut. Wenn ihr auch irgendwo in einem Lost Place pennt und das ein Holzfußboden ist, dann müsst ihr unbedingt auch so eine Unterlage nutzen. Das ist ganz, ganz wichtig. Es dürfen keine Beschädigungen da sein. So, Glühwein ist fertig. Der Glühwein, das schmeckt richtig gut. Und das ist richtig geil, dass bei so welchen Temperaturen wie heute, wir haben gerade, glaube ich, 6 Grad oder so, das zu trinken. Ganz genüsslich. Das macht warm. Guck mal hier. Mein Bruder hat hier eine Tür hier dran gemacht. Und da drüben die Tür zu. Damit, wenn andere Leute herkommen, dann müssen die diese Tür umschmeißen und dann werden wir wach. Guck mal hier, weil ich meine Grabkerzen vergessen habe, mit einzupacken bzw. neue zu kaufen, hat mein Bruder noch so ein paar diese Billig-Teelichter dabei. Die nach einer halben Nacht schon weggebrannt sind. Aber die brennen auf jeden Fall für die nächsten paar Stunden. Ja. Und darauf werden wir erstmal ein Bier trinken. Geprost. Kühler als aus dem Kühlschrank. Guten Morgen. Wir sind auferstanden. Ich habe hier gepennt und hier hat mein Bruder gepennt. Und wir haben heute Nacht ganz viele komische Geräusche gehört. Hier in diesem Lost Place. Ah, fürchterlich. Wir haben draußen ganz viele Schritte gehört und irgendwelche Fenster sind zugeknallt. Und so eine Stangen, da waren irgendwie so eine Geräusche, wo irgendwas auf irgendein Geländer drauf gefallen ist. Da hat es so angehört, als ob das jemand extra gemacht hat. Aber voraussichtlich war das wahrscheinlich nur der Wind gewesen. Man weiß es nicht. Aber wir wissen das nicht. Deswegen ist das cool. Sehr cool. Jetzt wird mein Tarp abgebaut. Ich habe den Tarp abgebaut. Also das hier, das haben wir auch als Schutz genommen. Das hier machen wir auch. So ungefähr lag das vorher. Oder ja, ungefähr. Genau, so sah das aus, wie wir das vorgefunden haben. Und guck mal, die ganzen Sachen sind gepackt. Und jetzt laufen wir zur Richtung Bushaltestelle. Weil wir sind fertig. Achso, diese ganzen leeren Bierdosen, die haben wir nicht in der letzten Nacht ausgesoffen, sondern über mehrere Tage verteilt. Wir sind über mehrere Tage unterwegs, ja. Sind das halt verschiedene Videos. Deswegen habe ich so viele Bierdosen da.
Die leer sind. Die müssen doch alle verkauft werden. Wir haben seit 4 Tagen keinen Laden mehr gesehen. So, wir sind gerade in der Bushaltestelle angekommen. Und jetzt warten wir ungefähr noch eine halbe Stunde. Diese scheiß Autos müssen weg. Jetzt warten wir ungefähr noch eine halbe Stunde, bis der nächste Bus kommt, der uns zur Ortschaft hinführt. So, wir sind jetzt in dieser Ortschaft angekommen, wo es Biergeschäfte gibt. Und wir laufen jetzt zum nächsten Rewe, um dort diese ganzen Pfanddosen zu verkaufen. Guck mal hier. Hier vorne ist ein Rewe. Jetzt werden wir diese ganzen Bierdosen verkaufen gehen. Diese ganzen leeren. So, ich habe gerade die leeren Bierdosen verkauft. Und jetzt laufen wir zum nächsten Dönerladen. So, wir haben gerade gegessen und jetzt laufen wir zum nächsten Bahnhof, um von dort aus Bahn zu fahren. Es wird gleich so eine richtig lange beschissene Bahnfahrt sein. Die wird mich so richtig nerven und stören. Die wird richtig scheiße sein. So, wir sind beim Bahnhof angekommen und selbstverständlich ist der Fahrstuhl blockiert. Muss man den ganzen Wagen hier, den ganzen Treppenhaus hier runterschieben. Das ist richtig widerlich. Guck mal, und dieser Fahrstuhl, der ist auch geschlossen. Jetzt müssen wir den ganzen Wagen hier hochschieben. Das ist richtig scheiße. Das ist cool. Guck mal hier, unser ranziger Zug kommt hier an. Wir werden hier jetzt einsteigen. So, wir sind hier in diesem vergammelten Zug drin. Und ich habe jetzt 7 Stunden Zugfahrt. Also zumindest wenn alle 7. Also zumindest wenn ich bei allen 7 Umsteigehaltestellen den Anschluss bekomme, dann sind das 7 Stunden Bahnfahrt. Bis zum nächsten Ziel. Das wird eine richtig fäkalhafte Bahnfahrt. Die ist richtig schmandig, die ist richtig dreckig. Die ist genauso dreckig wie mein Gehirn. So, ich bin mittlerweile wieder zu Hause angekommen und ich möchte unbedingt ganz riesengroße Segelohren haben, wo ganz viel Ohrschmalz dran hängt. Das ist mir ganz wichtig, aber ich weiß nicht, wie das geht. Und guck mal, ich habe hier ein Amazon-Wunschlisten-Mitbestellungspaket bekommen, den werde ich jetzt öffnen. Ein Geschenk von Janaya. Viel Vergnügen mit deinem Geschenk und Geprost von Janaya. Janaya, ich bedanke mich. Vielen Dank für das hier. Das ist ein Trinkschlauch, ein durchfallfarbener Trinkschlauch. Ich werde ihn einmal auspacken und ausprobieren. So, ich habe gerade den Trinkschlauch ausgepackt, genauso wie die Flasche Wasser bereitgestellt. Und ich wollte unbedingt einen Trinkschlauch haben, der auch auf so eine Flasche Wasser drauf passt und nicht nur auf Trinkschläuchern. Und ich werde jetzt prüfen, wie gut das funktioniert. Ich habe den Trinkschlauch an der Flasche dran gemacht und vom ersten Eindruck, das sieht dicht aus. Das finde ich gut. Das finde ich richtig gut. Und jetzt probiere ich das aus. Das funktioniert gut. Das funktioniert richtig gut. Und das macht für mich auch so einen stabilen Eindruck. Dieser Trinkschlauch, so richtig robust und hochwertig. Und auch die Farbe gefällt mir auch ganz gut, weil die meisten holen sich immer so einen blauen Trinkschlauch und das sieht für mich so aus wie ein Standardwanderer. Und ich bin kein Standardwanderer. Ich muss einen durchfallfarbenen Trinkschlauch haben. Deswegen habe ich den in die Liste gepackt.
Und diesen Trinkschlauch, den wollte ich haben für bestimmte Rucksacktouren, damit ich nicht jedes Mal meinen Rucksack absetzen muss, um was zu trinken. Und ich habe seit längerer Zeit eine Idee für eine Mehrtages-Challenge, wofür ich diesen Trinkschlauch wahrscheinlich brauchen werde. Aber den verrate ich doch nicht, was für eine Challenge. Hier vorne geht zu einem völlig durchnässten Overnighter mit meinem Bruder zusammen unter einer Brücke. Unsere ganzen Sachen waren so richtig nass gewesen, deswegen sollt ihr erst gucken, weil ich will das so.